Leger haben wir noch nicht gebaut, die bauen wir gleich. Erstmal wollen wir sehen, dass hier alles läuft. Und wir haben gelernt Stromversorgung. Stromversorgung, da können wir am meisten Geld sparen am Anfang. Das heißt, das wird das nächste sein, was wir erforschen. Ja, da kommt eine Menge Grümpel her, ne? Das ist unglaublich. Ja, so ein Auto hat halt viele Teile, ne? Das kann man wirklich so sagen. So, und die ganzen Zulieferer, also die Importer sind fertig, bis auf einer. Ja, aber der ist jetzt auch durch. Also alles erstmal natürlich durch, ist ja klar, ist jetzt ja auch noch nichts Weltbewegendes passiert. So, und dann geht's hier weiter. Und wie gesagt, diese Station kann hier in etwa für 4 Karosseriemontagen liefern. Wir können zur Not, wenn wir das wollen, auch noch eine Karosseriemontage meinetwegen hier so hinstellen oder so. Oder so oder und dann hier eine Straße rummachen. Oder hier vorne. Wir können das dann entscheiden. Erstmal lassen wir das so laufen. Erstmal wäre es ja überhaupt cool, was zu verkaufen. So, und wir können natürlich auch schneller machen. Aber da warten wir auch nochmal kurz, gucken, ob die Prozesse hier alle laufen. Die Forschung läuft auch. Wagen haben wir teurer gemacht. Hier haben wir auch noch einen Exporter, den brauchen wir aber jetzt gerade gar nicht. Und wir müssen Leger machen. Leger. Und zwar brauchen wir dann eine ganze Menge. Wir werden hier in jedem Teilstück quasi ein Lager hinstellen. Ja, das brauchen wir hier eigentlich nicht. Das ist Schwachsinn, das Lager. Aber hier wäre es wichtig. Da ist die Frage, wo stellen wir das hier hin? So, und schließen das auch an. Dann brauchen wir definitiv hier ein Lager. Hier werden auch Lager benötigt. So, da muss ich kurz husten und leise machen. Entschuldigung dafür. Und wir brauchen auch ein Lager hier. Ja, wir können das ja mal hier setzen. Wie gesagt, ändern können wir das dann immer noch. So, jetzt müssen wir das natürlich auch alles anschließen. So, es dürften alle angeschlossen sein. Hier brauchen wir erstmal noch kein Lager. Wir werden das dann später weiter. Wir müssen mit dem Geld ein bisschen haushalten. Wie viel kostet das Spiel? Aktuell kostet das Spiel, glaube ich, 17,99. Ich habe es geschenkt bekommen. Von den lieben Barock. Ich glaube, 17,99 ohne Sale. Es geht eigentlich. Ist ein schönes Spiel und geht eigentlich wirklich. So, wir können das jetzt noch mal ein bisschen beschleunigen. Dass hier mal die ersten Fahrzeuge durchkommen. Im Endeffekt ist es so, dass wir hier die Karosse erstellen, also die Fahrgestell erstellen, meine ich, Entschuldigung. Hier montieren wir die ganzen Karossenteile zusammen. Das bedeutet Sitze, Türen und was da alles so zugehört. Und hier hinten geht es dann weiter zur Lackiererei. Hier werden die Fahrzeuge, also die Karossen lackiert. Hier geht es dann weiter zu Motorenmontage, also wo Motorenkomponenten, Bremsen und dergleichen. Ich weiß nicht, warum es Motormontage einfach... Komplettmontage hätte gepasst, ist, und die werden dann hier montiert, die gehen dann wiederum weiter zu Zubehörmontage, wie zum Beispiel Hupen, Lichter, Sitze sind hier übrigens nicht, hier sind nur die Außenteile, hier haben wir das ganze, ja, was im Fahrzeuginneren eher ist, das geht dann weiter zur Elektronikmontage und zur Qualitätssicherung und dann raus in den Verkauf. Ja, so ist das, lieber Panda, du bist da, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, und das ist so das Hauptanliegen. Und hier können wir sogar 2 Leger bauen. Zwei Leger. Der gute Herr. Ja, genau. Denn hier brauchen wir einmal Reifen und Felgen. Und dann nehmen wir 18 Stück von denen und 18 von den Reifen. Denn die gehen weg wie warmer Semmel sozusagen, wenn man will. Ja, dann nehmen wir hier natürlich noch... Aha. Was ist hier los? Heizung brauchen wir jetzt nicht. Bremsen, Felgen haben wir da. Da machen wir auch 18 mal die... Ne, 18 waren es. 18 mal die Bremse.
Und sechsmal die Lenksäule und sechsmal das Lenkrad. Und Antrieb brauchen wir, glaube ich, noch. Einen ganz normalen. Den können wir sechsmal meinetwegen nehmen. Es spielt keine Rolle. Es war der normale Antrieb, oder? Antrieb mit diesem blauen Ding. Ich hoffe, da haben wir jetzt den richtigen genommen. Gegenstand hinzufügen. Diesen Antrieb brauchen wir. Der kommt dann sechsmal da rein. Dann haben wir jetzt erstmal grob. Und dann werden wir nach und nach das immer erweitern. Genau, 18 bis 22 Euro. Ja, ich sage ja 17,99 müssten es sein. So, wir warten auf Felgen. Das ist ja klar. Die kommen hier schon. Wie gesagt, dafür haben wir extra das Lager hier gebaut. Wäre schlauer gewesen, das hier hinzusetzen im Übrigen. Aber läuft auch so. Kurze Wartezeiten gehören halt dazu. Reifen brauchen wir auch noch ein bisschen. Hier staut sich noch nichts. Hier staut sich es aber schon ein bisschen. Das bedeutet, hier könnten wir definitiv ein bisschen den Prozess beschleunigen. Aber wir haben auch kein Geld mehr. Wir müssen jetzt einfach warten, dass Geld reinkommt. Wir spulen mal ein bisschen vor. Wir haben ja auch die Forschung hier. Und Geld, apropos Geld, wir sollten definitiv Kraftwerke so viel wie möglich kaufen. Einfach um Geld zu sparen. So, jetzt haben wir 12% Selbstversorgung. Das ist noch nicht viel. Jetzt sind wir mal so bei 19, 20%, 23. Es variiert natürlich ein bisschen, ist ja logisch. Nee, das war dumm. Ah, den Exporter brauchen wir erstmal nicht. Können wir erstmal so lassen. Mittelfristig werden wir die eh wegreißen. Und wie gesagt, so viel wie möglich, denn die Stromrechnung, die ist nicht unerheblich. Das werden wir aber gleich nochmal en Detail quasi sehen. So, mehr können wir nicht machen, denn der Strom, und das ist das Krasse, der Strom frisst, ja, ein. Ist das ein Sechstel? Ein Sechstel ungefähr. Sechstel oder Siebtel. Wir zahlen am Ende des Tages aktuell 42.000 für den Strom. Das ist natürlich viel. Und wir brauchen einen Kredit. Ohne den werden wir natürlich jetzt nicht überleben am Anfang. Das ist auch so gewollt, glaube ich. Hier schaut mal, 6%, den nehmen wir doch mit. Und da war auch noch ein super Kredit. 8%. Den nehmen wir auch noch mit. Wir haben echt Luft. Dann können wir hier fett bauen. Das sind super Konditionen. Das heißt, wir können uns hier noch besser selbst versorgen mit Strom. Wie gesagt, dadurch sparen wir halt sehr, sehr viel Geld. Wir können es auch hier setzen. Wie gesagt, sie werden eh abgerissen. Die bleiben da nicht. Das ist jetzt nur ein Provisorium, dass die da sind. So, wir haben eine Menge Geld. Wir produzieren auch eine Menge. Und wir werden die Produktion noch ein bisschen rankurbeln, denn wir werden nochmal eine Karosseriefertigung machen. Eine Karosseriemontage. Die Frage ist, wo machen wir die hin? Setzen wir die so oder. Nee, das finde ich aber eher ein bisschen doof. Eher so, oder? Aber ist auch ein bisschen doof. Es ist alles ein bisschen doof. Ja, es ist wirklich alles ein bisschen doof. Wir setzen die jetzt so. Was soll's? Wo ist das Lager? Obwohl, das Lager ist oben. Wir machen das einfach so. Ah, das ist alles so ein bisschen. Wir machen das hier hin. Wie gesagt, wir werden das eh alles ändern. Das wird nicht so bleiben. Das kann man definitiv sagen. So, haben wir. Dann müssen wir das Förderband hier natürlich noch hermachen. So, und dann können die nämlich da auch arbeiten. Und dann produzieren wir noch mehr Autos. Ich habe das Spiel jetzt auch und finde es einfach nur geil. Das Spiel ist auch cool. Wirklich, Panda, da hast du recht. Das Spiel ist schon nicht schlecht. So, und hier müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier auch ein paar Sachen machen. Zum Beispiel Lüftungen. Wir müssen hier halt auch mal Sachen lagern. Wir haben vier, also acht, alles doppelt.
Das Forschungszentrum ist fertig. Das ist insofern jetzt wichtig, als dass wir nämlich jetzt auch die Forschung aktualisieren können. Wir haben ja genügend Geld. Das heißt, wir können Geld sparen. Im Endeffekt, wenn wir das jetzt hier wegreißen. Und da Forschungslabore richtig hinstellen, die großen Dinger. Dann können wir hier auf Anlage gehen. Forschung, ein Forschungszentrum. Hat natürlich eine höhere Effektivität als das einfache Büro sozusagen. So, ich denke, 5 Stück reichen erstmal. Das ist schon völlig übertrieben. Wir müssen halt, wie gesagt, trotzdem ein bisschen aufs Geld achten. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir wirklich wollen. Generell bin ich erstmal dafür, dass wir das hier freischalten. Das sind alles 400 Punkte, sind schnell erreicht. Das ist überhaupt gar kein Problem. Alles, was 400 sind, hier mehr Roboter. Das sollten wir vielleicht sogar jetzt erforschen. Das ist das Wichtigste, glaube ich.